Eintopf, der wieder nach oben will, Gesichtsfärbung, die in Richtung Grün schlittert oder Jugendliche, die um Jahrzehnte altern. All das bietet der Europapark. Doch wie gut schneidet das süddeutsche Spaßmecker im Vergleich mit den Freizeitparks im holländischen Efteling oder dem Heidepark Soltau ab? Im Heidepark, da habe ich 70 Euro ausgegeben, in Efteling knapp 60 Euro. Mal sehen, was ich hier bei den Süddeutschen so ausgebe. In Süddeutschland haben die ja sehr viel Geld, vielleicht ist es ja hier teurer. Eins fällt schon am Eingang auf, während die Besucher nach Efteling spezielle Brötchen und in den Heidepark Rucksäcke voller Fleisch schleppen, die Europapark-Besucher sind zurückhaltend. Sie haben ja gar nichts extra zu essen mit. Doch, haben wir. Wo? Neue Zigaretten. Zigaretten und Scheiblettenkäse. Ja. Könnte ich eine halbe haben? Ah, sehr gut, dankeschön. Ich finde jetzt ein bisschen Butter. Ah, nee, ist Butter drin, oder? Nee, eigentlich nicht. Gar nichts zu essen dabei. Wer ist denn heute hier? Sehr gut. Und sonst noch so? Wir haben hier gekommen, ein bisschen Spaß machen. Spaß machen. Mädchen, ja. Mit Mädchen, das ist gut. So, ich möchte jetzt einmal in den Park. Was kostet das Eintritt? Für Sie als Erwachsene sind Sie bei 41 Euro. 41 Euro. Und ist da jetzt schon alles drin? Ist da schon alles mit drin, die ganzen Attraktionen. Sie zahlen im Park nichts mehr, außer für die Gastronomie. Und wenn Sie noch was Schönes Ihre Frau mitnehmen wollen, im Souvenirshop. Die Frau habe ich zu Hause gelassen. Als erstes erbreche ich mich fast, natürlich ohne Frau, im Blue Fire. Nach dem Höllenritt locken noch diverse Geldvernichtungsoptionen. 6 Euro kostet nur das Foto. In den anderen Freizeitparks kosten die Fotos mindestens immer 9 bis 10 Euro. Hier kostet das Foto nur 6 Euro. Und hier kann man sich filmen lassen. Ja, und seinen Film kaufen für 12,90 Euro. Haben Sie meinen Film? Nein. Das heißt, ich muss nochmal fahren? Ja. Das ist aber nicht gut für die Psyche. Tja, und damit ich nicht so alleine bin, nehme ich meinen Kameramann mit auf die Psychofahrt. Danach bekomme ich endlich auch diese qualitativ hochwertigen Filmaufnahmen für 12,90 Euro als DVD. Nach der Würgefahrt ist mein Magen ziemlich leer gegöbelt. Deshalb kaufe ich mir für 2,80 Euro gebrannte Mandeln. Noch mehr Futter für den angerauten Verdauungstrakt gibt's im Food Loop. Hier kommt das Essen irgendwie, naja, angerutscht. Sagen Sie, heißt das Achterbahnrestaurant, weil man einem von dem Essen so schlecht wird? Nee, ich glaube es nicht, dass es so heißt, weil es einem schlecht wird. Also überhaupt nicht. Das heißt einfach ganz so wie Sie sehen können, eigentlich kommt das ganze Essen, alle Leute schienen runter an Tisch. Ah ja. Ah ja, genau. Doch im süddeutschen Spaßmecker kommt nicht nur außergewöhnliches Mittagessen für 12 Euro inklusive Limo angerutscht. Ein Mitarbeiter des Parks begegnet mir nämlich an der Kasse, verkleidet als Jäger und an der Stange. Auch noch erstaunlich, im Euro-Fahrgeschäftland gibt's diverse krasse Russen-Achterbahnen. Die schärfste Angstrutsche in Rust ist aber ganz klar der Silverstar. Hier lasse ich aber meinen Kameramann fahren. Ich beobachte das nur aus der Ferne. Da ist jetzt der Silverstar, wo ich nicht mitgefahren bin, weil mir habe ich zu viel Angst. Ich fahre lieber hier so aus sicherer Entfernung und schaue, was da so los ist. Doch in Rust dominieren nicht nur Knallerachterbahnen. Hier werden auch ältere Berufsjugendliche ratzfatz zum fiesen Teenie. Ja, also hier wird für alle was geboten, ja. Ich fahre zwar nicht auf allen Achterbahnen mit, aber hier so ein bisschen dicke Mädchen voll spritzen finde ich gut. Aber wie schneidet der Europapark bei meinem ganz persönlichen Vergleich mit Efteling in Holland und dem Heidepark Soltau ab? Jugendliche in Testosteronlaune. Das ist der Europapark. 74,90 Euro habe ich hier ausgegeben. Und da ist auch jeder Cent gerechtfertigt. Denn die haben hier die schärfsten Achterbahnen. Und danach schwitzt man, da muss man auch was trinken. Da kann man sich noch einen Film kaufen. Die Bilder sind nicht so teuer. Da sind wieder Jugendliche, ja. Ja, also was soll ich sagen? Wenn Sie jugendlich sind und ein Teenager, fahren Sie in den Europapark. Da bekommen Sie was geboten. Tschüss.